Wir waren einfach der Meinung, wir müssen was tun. Es kann eigentlich nicht sein, dass es hier immer so ruhig in Stammheim ist und hier nichts passiert. Und deswegen haben wir gesagt, wir brauchen keine Organisation, die uns ja das vormacht, wie es zu tun ist. Wir wissen, wie es geht, und deswegen sind wir heute wieder hier. Bei den meisten dieser Verbrechen wäre er womöglich auf freiem Fuß in Deutschland. Es gibt Punkte, in denen ich nicht mit ihm d'accord bin, natürlich. Doch er hat sich für uns alle eingesetzt, alles riskiert, und jetzt sitzt er seit dem 29.06. in U-Haft. Einzelhaft, ganz allein. Es ist kein Ende in Sicht, weil man ein Exempel an ihm statuieren möchte, und jeder findet ein Haar in der Suppe. Viele haben ihm den Rücken gekehrt und Verrat an ihm begangen. Das kotzt mich alles so an. Der Tag der deutschen Einheit steht bevor. Den könnte man gleich abschaffen. Denn es gibt keine Einheit mehr in Deutschland. Die war schon lange am Schwächeln. Und Corona, die Woke-Idioten, die Kriegstreiber und die Hintermänner der Agenda haben ihr den Rest gegeben. Traurig. Meine Heimat ist das ärmste Land der Welt geworden. Deshalb bin ich unendlich dankbar für jeden, der heute da ist und der Michael nicht vergessen hat. Danke euch allen. Thank you.